In dem letzten Video hatten ja viele gefragt, welche Heißluftfritteuse sie denn sich jetzt nun kaufen sollen. Und ich habe Kursori einfach mal angeschrieben, habe gesagt, hör mal, schickt mir doch mal eure ganzen Amazon-Topseller, damit ich mir die mal angucken kann und auch vergleichen kann und auch noch für euch welche verlosen kann. Fangen wir mal mit dem Überblick an. Wir haben hier einmal Platz Nummer 7 der aktuellen Verkaufsliste bei Amazon. Dann haben wir Platz Nummer 1 der aktuellen Verkaufscharts. Und Platz Nummer 9, wobei ihr euch da jetzt nicht so viel drauf geben müsst, weil diese hier, das Modell hier ist sehr, sehr neu. Da wird sich auch noch einiges ändern. Das heißt, die wird noch weiter nach vorne rutschen. Preistechnisch habe ich auch mal aufgestaffelt. Einmal die kleinste hier mit 4,7 Litern kostet 119 Euro. Das nächste Modell, also das Mittelmodell, hat 5,5 Liter Volumen, kostet 129 Euro. Und die größte Version hat 6,4 Liter und kostet 179 und damit 50 Euro teurer wie diese. Und diese hier, die unterscheiden sich nicht wirklich viel. Kommen wir mal zum Größenunterschied. Wir haben hier einmal 30 cm Bauhöhe. Dann haben wir hier einmal 32 cm Bauhöhe. Und zu guter Letzt haben wir hier 35 cm Bauhöhe. Also die unterscheiden sich jetzt nicht wirklich. Also außer man will das Ding, sag ich mal, in irgendeinen Schrank packen, dann könnte das noch interessant sein. Ansonsten ist das eigentlich fast relativ vernachlässigbar. Ihr seht es hier von der Seite. So viel Unterschied ist da nicht. So, breitentechnisch genau das Gleiche. Können wir mal ganz kurz messen mal. Wir haben hier einmal 24 cm in der Breite. Dann haben wir einmal 26, 27 circa und einmal 28 cm. Wie gesagt, dann habt ihr nur mal so die Maße, ganz grob mal, dann wisst ihr ungefähr, wo die Reise hingeht. So, fangen wir mal bei der kleinsten an. Die kleinste hat hier so ein Nupsi, die muss ich drücken, sonst kriege ich das nicht raus. Also ist hier verriegelt das Ganze und hat einen ganz normalen Korb mit so einem Einlegegitter. Das kann ich logischerweise alles in die Spülmaschine stellen und das Ding kann ich hier auch rausnehmen. So, das Nummer 1 da rein. Diesen hier kann ich ganz normal rausziehen. Der hat hier so einen komischen Verschluss. Der ist einfach nur dafür da, dass ich das innere Gitter rausnehmen kann. Also ich muss dann hier nochmal drücken und kann dann praktisch dieses Gitter einzeln in die Spülmaschine stellen und habe dann hier einmal nochmal einen Schalekorb, wie auch immer ihr das nennen mögt. Und bei dem dritten habe ich ganz normal, da ist weder Schalter, Hebel noch sonst was, was ich drücken kann. Das kennt ihr auch schon aus dem letzten Video. Auch eine ganz normale Schale, wo hier so ein Gitterspack drin sitzt, was ich in die Spülmaschine packen kann. Und dann halt nochmal so eine separate Schale. Wie gesagt, also vom Aufbau her sind die eigentlich alle gleich. Alles, was diese Friteusen aber gemein haben, ist immer, dass sie keine Schublade besitzen. Das heißt, wenn die Dinger heiß sind, muss man sie irgendwo abstellen. Also irgendwie ein Brett oder sonst was. Weil, wenn sie heiß sind, können sie auch die Arbeitsplatte schmelzen. Also, ich habe jetzt eine Holzarbeitsplatte, das ist jetzt bei mir nicht ganz so dramatisch. Aber es könnte dann sein, dass es dann hitzetechnisch Probleme gibt. Ne, wie man das hier so gut sehen kann. Wenn das Ding jetzt hier heiß ist und ich muss das irgendwo abstellen, dann muss ich das also irgendwie auf der Herdplatte abstellen, damit es nicht verbrennt. Ich muss gucken, dass es nicht runterfällt. Aber das haben, glaube ich, die meisten Friteusen, die keine separate Schublade haben. Wenn ich das hier rausnehme, kann man das immer schwierig hier so. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also man muss immer irgendwie ein Brettchen haben, eine Abstellmöglichkeit. Das ist bei allen gut, gleich schlecht, hier eben, wie ihr das nennen wollt. So. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar, wie viel passt denn überhaupt jeweils in so eine Friteuse rein? Fangen wir doch mal wieder obligatorisch mit unserer allseits beliebten Pizza an. Die haben im Durchschnitt immer so 24, ich glaube jetzt 24,5 oder was haben die? So eine Durchschnittspizza hat so ja, 24, 25 cm circa haben die Durchmesser. Und hier keine Chance. Das heißt, du kriegst hier so eine ganz normale TK-Pizza, kriegst du hier in diese nicht hinein. Hier könnte es fast passen, außer dass man hier die Ränder einklappen muss. Also es wird sehr eng, könnte aber hinhauen, wenn man den rausnimmt, den Korb. Ich weiß gar nicht, ob man den dann überhaupt noch. Nee, kann man nicht wirklich benutzen. Das ist das Problem. Hier würde sie wahrscheinlich reinpassen. Aber man muss ja auch noch den Korb reinkriegen.
Also es würde, ich weiß nicht, ob die Fritteuse so funktionieren würde, so also ohne diesen oberen Korb, weil man das ja auch irgendwie schlecht hier, wenn es heiß ist, hier rausziehen kann. Also so semi. Und bei der großen hatte ich das ja schon gezeigt. Hier passt die Pizza rein, auch nicht hundertprozentig, aber sie geht fast ganz rein, wenn man sie nur ein bisschen hier an den Ecken ein bisschen verformt, wenn sie ein bisschen angetaut ist. Also TK-Pizza passt leider nur das große 6,4 Liter Modell. Da sich ja sonst auch keiner vorstellen kann, wie viel da immer reinpasst, machen wir jetzt mal diesen Fischstäbchen-Test. Das heißt, in der kleinsten Variante mit 4,7 Liter passen dezente 11. Wenn man es quetscht, würde man vielleicht noch 12 Fischstäbchen reinbekommen. Beim nächsten Modell mit 5,5 Litern bekommt man 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 Fischstäbchen rein. Und bei der größten Fritteuse mit 6,4 Liter bekommt man 17, beziehungsweise wenn man hier so ein bisschen quetscht, ich habe jetzt leider nicht mehr Fischstäbchen, 18, mit ganz viel Gewalt vielleicht sogar 19 rein. Also ihr seht schon, das macht schon einen großen Unterschied aus, welche Variante oder Größe man für Pizza oder jetzt in diesem Fall für Fischstäbchen kauft. Und zum Schluss testen wir jetzt noch einmal Pommes. Macht ja am meisten Sinn, darin die zu machen. Von daher, also ich habe hier einmal 500 Gramm TK-Pommes abgewogen. Ich schmeiße jetzt hier mal in das kleinste Modell rein. Und ich würde sagen, und wollen alles nehmen hier. Also 500 Gramm Pommes sind selbst in der kleinsten Variante hier mit 4,7 Litern überhaupt kein Problem. Ich hätte jetzt gedacht, die passen da nicht so gut rein, aber von der Füllmenge her würde ich nicht mehr nehmen, würde auch nicht unbedingt weniger nehmen. Also weniger geht auf jeden Fall, aber 500 Gramm, das ist schon eine ganze Menge. Zumindest für zwei Personen ist das schon ganz ordentlich. So, ich nehme mal das nächste Modell raus, also sprich hier mit 5,5 Litern. 200 Gramm habe ich nochmal abgewogen. Die kippen wir jetzt hier auch nochmal rein. Nichts verkommen lassen hier. So, also ihr seht, das mittlere Modell kommt also locker mit 700 Gramm Pommes klar. Und das ist schon ordentlich. Das ist schon für drei Personen, für die erste Fuhre schon ganz ordentlich. Also. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier im Topmodell reinpasst. Und tada, welche Überraschung. Hier sind jetzt auch 700 Gramm drin in dem größten Modell. Und obwohl die gegenüber dieser hier nochmal so fast einen Liter mehr hat, würde ich jetzt hier persönlich nicht wirklich viel mehr reinpassen oder reinfüllen. Also ich würde hier auch sagen 700 Gramm. Also die sind beide relativ identisch, was die Füllmenge betrifft. Zumindest was Pommes betrifft. Bei Fischstäbchen sah es anders aus. Aber ich weiß nicht, ob man hier jetzt nochmal 100 Gramm nochmal mehr rein. Ja, wenn man will, könnte man jetzt hier 100 Gramm noch mehr reinfüllen. Aber ich würde so vom Gefühl her, würde ich das so bei belassen. Also gehen wir mal davon aus, dass hier so 7 bis maximal 800 Gramm. Ein Kilo würde ich hier nicht reinfüllen. Das wäre definitiv zu viel. Es kommt also hauptsächlich darauf an, was ihr da drin macht und wie häufig ihr das da drin macht. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will nur TK-Pizza machen, dann könnt ihr die kleinen und die mittlere könnt ihr komplett vergessen. Dann müsst ihr die große nehmen, weil das sonst zu viel ärgert euch einfach nur tot. Es geht zwar gesagt, hatte ich im letzten Pizza-Video ja schon gezeigt, auch mit diesen Fertigteigpizzen, die man auseinanderschneiden kann. Alles andere fand ich jetzt eigentlich ganz okay. Also, das heißt, von der Größe her tun die sich nicht wirklich viel. Also, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie viele Personen davon essen. Wie gesagt, es kommt darauf an, halt eben auch, wie viele oder wofür man diese Heißluftfritteuse ja einsetzt. Meine Tochter, mein Sohn zum Beispiel, die sind halt eben Single oder maximal ein Zwei-Personen-Haushalt. Und dann ist es halt, geht es nur darum, dass man mal eben schnell eine Portion Pommes machen will, weil der andere Partner nicht da ist oder weil die Kinder halt eben schnell mal eben Hunger auf Pommes haben. Dann kann man auch diese Dinger nutzen. Wie gesagt, einfach nur so für euch als Hintergedanken mal, wie viel man wovon reinkriegt, weil ich finde diese 6,4, 5,5 Liter, das sind immer tolle Angaben, aber keiner kocht da drin Wasser. Man macht da Fischstäbchen drin, man macht da Pommes drin und man macht da alles andere drin, aber nicht Wasser oder Literzahlen. Also dann habt ihr jetzt schon mal einen Überblick. Kommen wir in der nächsten Abteilung mal auf die Displays hier zu sprechen. Das ist, wie gesagt, die kleinste, die auch vom Piepen her. So, die piept, die hat hier auch diverse Programme von Hähnchen, Pommes, gefrorene Steaks, Seafood, Veggies und Bacon.
machen wir mal Fries. Die Programme unterscheiden sich auch nicht großartig, wirklich viel. Das heißt, wenn ich hier Fries eingebe, bei der Pommes eingebe und bei der sind die alle, das ist alles identisch eingegeben. Ihr könnt die Temperaturen ja sowieso noch hoch oder runter wählen, aber das Standardprogramm für Pommes ist halt eben 195 Grad und 25 Minuten. Das ist so eine Voreinstellung, das muss man sich sowieso ein bisschen rumexperimentieren, gerade wie viel Pommes drin sind oder halt nicht. Und wenn ich die jetzt einschalte, dann hört ihr mal jetzt den Sound, beziehungsweise die Lautstärke von dem Gerät. Also von der Lautstärke her finde ich die sehr angenehm. Also nicht zu leise, nicht zu laut, auch nicht störend. Also ganz, ganz, ganz angenehm eigentlich. Kommen wir zum nächsten Gerät. Hier sitzt das Display von vorne vor. Piept genauso leise, laut, wie auch immer ihr es nennen mögt. Auch hier gibt es die ganzen diversen Programme. Wie gesagt, unterscheiden sich nicht wirklich viel. Hier habe ich auch ein Pommes-Programm. Das Piepen ist hier ein bisschen lauter, finde ich. Und wir machen hier auch mal auf Play. Mal gucken, wie die Lautstärke hier von dem Ding ist. Also die finde ich vom Sound her etwas lauter. Nicht störend, aber sie ist halt lauter wie das kleine Modell. Ja, und jetzt gucken wir uns nochmal das Top-Modell an. Wie gesagt, und die piept auch lauter. Ja, piept schon leiser. Da haben wir Fries, da haben wir Fries, auch 195-20 und Lautstärke. Ja, auch angenehm, nicht zu laut, nicht zu leise. Lautstärkentechnisch kann ich euch jetzt sagen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Kamera das so aufnimmt. Die ist am leisesten, die ist am lautesten. Und die ist so in der Mitte, die ist aber auch sehr angenehm, sagt also vom Sound her. Sagt, wenn man nur die hat, es ist jetzt nicht unangenehm laut, aber naja, ihr habt erstmal so einen Überblick. Kommen wir mal zu einem nicht unwichtigen Punkt, und zwar Stromverbrauch bei den ganzen Dingern, auch in Bezug auf den Backofen. Aber fangen wir erstmal bei den heißen Fritteusen an. Die kleinste Fritteuse, ich muss mal gucken, ob ich das sage, ja, so, die hat einen Verbrauch von 1500 Watt. Dann das Mittelmodell mit 5,5 Liter hat einen Verbrauch von 1700 Watt. Und kein Wunder, das Topmodell mit 6,4 Liter hat auch ebenfalls 1700 Watt. Beim Backofen kann ich das natürlich nur schätzen, also bei dem normalen Backofen, weil es darauf ankommt, A, was für einen Backofen ihr habt und natürlich wie alt er ist und was für eine Energieeffizienzklasse der hat. Grobe Richtlinie ist so 1500 bis 2000 Watt verbrauchen die auch ungefähr. Das heißt, es ist entweder gleichzusetzen oder minimal mehr. Hier, großer Vorteil hier ist aber, oder großer Nachteil eines großen Backofens ist es ja, wenn man für, ich sag mal, 500 Gramm Pommes einen ganzen Backofen anschmeißen muss, will, dann hat man halt eben die Aufheizzeit, weil man ja einen großen Raum hat, den man erstmal beheizen muss. Bei einer Heißluftfritteuse ist man dabei maximal 2 Minuten, sind die Dinge auf Temperatur. Und beim Backofen bist du so zwischen 5 bis 10 Minuten. Wie gesagt, das liegt halt daran, wie alt oder wie neu halt eben der Backofen ist. Also wenn man das gerade auf Masse sieht, also was ich, wenn man Kinder hat oder selber nur Single ist und sagt, ich will mal eben schnell eine schnelle Pizza machen, mal eben eine schnelle Pommes oder mal eben schnell ein paar Fischstäbchen reinknallen in das Ding, dann ist man schnell auf das ganze Jahr hingesehen bei sehr vielen Minuten Strom, die man verbraucht für Aufheizen. Während man das in der Heißluftfritteuse eigentlich, also wie gesagt, eigentlich ist die Aufheizzeit fast null. Das kommt da, wie gesagt, kann man vernachlässigen. Ja, und für welche Heißluftfritteuse ihr euch entscheidet, ist natürlich, naja, das müsst ihr selber wissen oder wisst ihr am besten, wie oft oder wie viele Personen ihr seid. Aber wir können das ja nochmal ganz grob und genau. Und jetzt kommen wir nämlich auch gleich zur Verlosung auf jeden Fall. Grundsätzlich würde ich als Single-Haushalt, diese würde völlig ausreichen, vom Preis her auch völlig okay. Man kann man nichts mit verkehrt machen. Man kriegt, wie gesagt, für eine Person locker Pizza, Pommes und auch Fischstäbchen rein. Also nicht diese großen Pizzen, sondern halt eben eine Do-it-yourself-Pizza mit rein. Wobei der Unterschied zum Top-Metal, wie gesagt, aktuell gibt da auch nichts drauf, auf welchem Platz die aktuelle sind. A, ändert sich das eh immer und B, ist das halt eben eine eigene Entscheidung, welche man als seine Top-Nummer 1 hat. Grundsätzlich aber zwischen der und der, da sind nur 10 Euro zwischen, die 10 Euro, da hat man schon ordentlich einige was an Platz gewinnen. Wie gesagt, man hat hier auch nochmal knapp
nicht ganz einen Liter dazu, so ungefähr, aber es ist auf jeden Fall schon mal einiges, ja, mehr auf jeden Fall. Diese hier würde ich so für sagen, ah, zwei Personen würde die auch ausreichen, weil man dafür zwei Personen auch Pommes reinbekommt, auch für zwei Personen Fischstäbchen. Und bei dem letzten, also praktisch bei dem Topmodell, wie gesagt, ein Fuffi teurer das Ganze, dafür hat man aber das Topmodell. Und genau, eine Wichtigkeit, die ich noch eben vergessen habe zu erklären, ist, dieses Modell ist das einzige Modell, was zwei Heizschlangen hat. So, das hatte ich ja im letzten Video auch schon mal gezeigt beim Pizzading. Denn alle anderen Fritteusen, ich nehme mal raus, die haben hier unten nichts, da wird der Unterboden wohl nur heiß und man hat nur hier eine Heizschlange und hier hat man oben eine Heizschlange. Und in diesem Modell, das ist das einzige Modell, was auch unten eine Heizschlange hat. Das heißt, wer gerne backen will, der braucht ja auch Unterhitze, also Ober- und Unterhitze. Der sollte auf jeden Fall zum Topmodell greifen, weil das die einzige Fritteuse ist, die zwei Heizschlangen hat. Und abschließend jetzt noch, da ich von Kusuri nicht einen einzigen Cent sehe, habe ich gesagt, hör mal, wenn ich schon keine Kohle rausrückt, ihr Chinesen, dann rückt wenigstens zwei Heißluftfritteusen raus. Dann kann ich die auch noch verlosen. Deswegen gibt es einmal die ganz kleine Fritteuse und die mittlere, also sprich die Nummer 1 bei Amazon, gibt es jeweils zu gewinnen. Braucht ihr jetzt auch kein Hashtag schreiben. Schreibt einfach mal euren Kommentar oder eure Gedanken dazu zu den Heißluftfritteusen und dann verlose ich dann in den nächsten Tagen die beiden anderen heißen Fritteusen. Die große habe ich ja schon verlost. Und genau, wir sehen uns in den nächsten Videos dann wieder, also immer wieder mal mit noch weiteren Rezepten. Ich habe da schon ganz viele Ideen und ihr habt mich auch schon auf ganz viele Ideen gebracht. Da werden also so einige Heißluft-Fritteusen-Rezepte noch folgen. Also es wird in den nächsten Videos. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos dann wieder. Bis dahin.